Nein! Ich bin ein dummer Junge, bin ich. Dummer Junge. Ganz dumm in meinem Kopf drin rein bin ich. Leute, herzlich willkommen zu der Folge Craft Attack! Ich bin natürlich nicht allein, ich habe meinen absoluten Lieblingswichser dabei, den lieben Simon. Guten Tag. Ja, aktiv spritzt er wieder direkt rein. Wir sind gerade auf einer sehr, sehr schönen Map tatsächlich, die uns echt gut gefällt, ausnahmsweise mal. Ja, aber wir sind aber an der Stelle, die bei meiner Folge weitergekommen sind. Deswegen müssen wir uns am Anfang, wenigstens am Anfang, ein bisschen konzentrieren. Richtig. Ein bisschen hier anstrengen. Genau, und es geht nämlich auch einfach mal nicht, dass wir immer nur bei den einfachsten Sachen scheitern, Leute. Es geht auch einfach mal darum, mal zu zeigen, wer Eier hat. So, pass mal auf, Simon. Bruder, wenn du Eier hast, machst du es schon mal jetzt. Bruder, ich mach's gerade, guck. Du wirst es nicht schaffen, weil ich hab's auch nicht geschafft bis jetzt. Zucker bliert Ida nach Hui! Was heißt denn Ida nach Hui? Wie bitte? Was heißt es denn Ida nach Hui? Ida nach Hui? Ja. Das heißt, Ida, zieh dein Nachthemd an. Ah, okay, ja, siehst du. Weil Ida ist nämlich ständig nackt und dann möchte ich damit gegen die Nacktheit von ihr demonstrieren, wenn ich das sage. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ich bin ein guter Mensch. Bin menschlich. Scheiße! Diese Stelle da ist aber wirklich schwer, mit der Leiter und dann auf den Zaun drauf. Das ist eine wirklich knifflige Stelle, aber das Jump, also generell ist die Map sehr, sehr schön gebaut. Knifflig ist es. Hier ist auch wieder so, nicht so einfach knifflig. Nur so hässlich, sondern hier sind überall Bilder aufgehangen, damit man auch immer wieder was zu gucken hat. Ja, ne? Richtig, das ist auch schön, weil ihr wisst alle, wie wir Bilder mögen und vor allen Dingen, wieso habe ich kein Texture-Pack drin? Bin ich eigentlich auf den Kopf gefallen? Ne, habe ich wohl, ich merke es nur nicht. Ah, aktiv, yeah. Ja, Leute, so ist das. Simon, kurze Frage an dich. Ja. Welches Museum würdest du gerne mal besuchen? Einfach mal zu frei heraus. Boah, es gibt in Köln gibt es viele schöne Museen. Zum Beispiel das Kölner Senfmuseum. Es gibt ein Senfmuseum in Köln? Ja, gibt es. Warst du da schon mal? Nee, leider nicht, weil da gibt es auch Wurst zu kaufen. Das fand ich dann irgendwie upturned. Achso, okay, aber Senf. Turn up! Senf an sich ist so deins, oder? Senf ist eigentlich meins. Würdest du schon sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, dass du ein Senfbrötchen bist? Ich muss mal kurz einen Playthrough machen. Hey! Mein Lieblingssenf ist der von Löwensenf. Nur der von Löwensenf schmeckt mir richtig gut. Und ist auch noch vegan. Ja, Senf von Löwensenf. Auch, weil da ist kein Löwe Löwensenf drin. Nee, da wird der Essig nicht geklärt. Genau. Also es gibt der wirklich, ist nämlich einfach dreckig. Den lassen die einfach so, wie er ist. Naja, das verstehst du. Ja, da war ich auch schon, aber jetzt wird's schwer. Echt jetzt? Ja, du musst, glaube ich, auf das da raufbringen. Was? Hast du geschafft? Nein, habe ich nicht. Oh, aber wie unmöglich ist das denn bitte? Ja, viel zu schwer, oder? Ey, Moment, da müssen wir CP'en, Simon. Ja. Ach Mann, Alter, von der Leiter allein auf den Zaun zu kommen, ist richtig schwierig, ja, ne? Ja, mega hart, aber... Alter! Deswegen haben wir es in der letzten Folge nicht geschafft, aber deswegen müssen wir... Ja, wir haben in der letzten Folge auch nur Rap-Battles gemacht, Mann. Ja. MC Hendrik? Hast du Lust? Nein, nicht jetzt. Erstmal schaffen. Okay, erstmal schaffen. Wir belohnen uns mit dem Rap-Battle, wenn wir es geschafft haben. Richtig, genau, Leute. Ihr werdet auch belohnt. Das heißt, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, dann seht ihr die lyrische Zerstörung voneinander, von uns, untereinander. Wir sind Menschen. Ja, alles klar. So sieht's aus. So. Mann, das ist aber auch echt... Es ist ein kleiner Abfuck, diese Stelle. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal sowas, weil sonst muss ich dem Webersteller doch wieder alles zurücknehmen. Und irgendwie auf der Gamescom umbringen. Aber bisher muss ich echt sagen, also bis hast du mal, Stelle... Ist dir mal klar geworden, Simon, wie vielen Leuten du schon den Tod angedroht hast auf der Gamescom? Ich habe auch einige Messer dabei. Ja? Für jeden ein eigenes. Achso, kannst du nicht einfach mehrmals das gleiche Messer benutzen? Nee, ja, weil halt steckt blöd. Man die an mit Krankheiten. Ja, stimmt, wenn man die abstecht, dann will man ja nicht, dass sie sterben, ne? Ja, ja, deswegen. Also willst du die an oder abstechen? Abstechen. Also nicht nur anstechen, so ein bisschen zack mal in die Wade rein. Ne, siehst du aus wie ein Stecher oder? Ne, du siehst aus wie einer, der gestochen wird. So. Mann, Aldeische, Digga, ich habe wieder richtige Probleme hier mit meinem Gehirn und überhaupt, das einfach, das funktioniert manchmal bei mir nicht. Kennst du das, dieses, wenn dein Gehirn etwas denkt, genau, wenn dein Gehirn etwas denkt, aber deine neuronalen Verbindungen nicht in der Lage sind, das so an deine Muskeln weiterzugeben, dass diese Interaktion jetzt ausgeführt wird. Ja, das kenne ich. Das passiert mir ständig. Das habe ich oft zum Beispiel bei neuen Sportarten, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe zum Beispiel ein Video mal gesehen, wie jemand skydived, dachte, okay, ich kann's, tot. Nice. Und ich habe es halt mal gehabt beim Kacken. Ich habe gedacht, okay, lieber Schließmuskel,
du drückst jetzt. Ja, was hat er gemacht? Der hat gesaugt. Der hat einfach gesaugt und dann hat den, ganzen Toiletteninhalt in meinen Anus gesaugt. Ja, das war aber auch ein schönes Gefühl, oder? Es war auf jeden Fall danach blitzeblank, kann man sagen. Das Schöne war, dass wir halt auch in einem Land waren, wo die Toiletten relativ sauber sind, das Trinkwasser auch ganz gut ist. In welchem Land? In Puerto Rico. Das ist bei Kamerun, ja. Hinter Somalia ist es da, direkt man bei Bagdad. Auch, genau. Puerto Rico, das Land mit dem besten Wasser. In den Toiletten, ja. Um den Arsch zu säubern. Und die Toiletten sind dort sauber. Wie eine Schüssel Müsli. Alles klar, aktiv. Ja, Leute, so ist das. Ich weiß nicht, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal so Probleme hattet mit eurer körperlichen Funktionalität. So, jetzt konzentriere ich. Okay. Oh, yes, ich bin drauf. So. Aber der ist jetzt so unmöglich, Mann. Der ist eigentlich unmöglich. Komm schon, du machst es, Simon, bitte. Warte mal kurz. Ist das wirklich der da beabsichtigt ist? Ist der auf der gleichen Höhe? Nee, der ist, glaube ich, eins höher. Das ist nicht der richtige Zaun, oder? Das ist nicht der richtige Zaun. Hey, warte mal, ich komme mal zu dir, warte mal ganz kurz. Ich mache es jetzt auch schnell, ich habe es ja eben auch schon mal geschafft, Leute, ihr habt es selber gesehen, da auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da lassen, ihr wisst, wie es läuft. Yeah, aktiv so, pass mal auf. Ich komme mal ganz kurz rum. TP dich ruhig. Ja, genau, dann machen wir das einfach. Weil haben wir beide schon genau, oft gut geschafft. Genau, richtig, das ist auch einfacher auch für uns. Also, oh nein, warte, bleib da stehen. Doch, das muss der sein, Simon. Ja, aber das ist irgendwie... Okay, booste mich mal, ja? Ja, nee, ich booste dich nicht. Ich möchte wissen, ob es ohne Boost klappt. Soll ich mal versuchen? Ja, du kannst ja aber wieder hoch-TP'en. Mach nochmal. Soll ich nochmal machen? Ja. Mach mal weiter. Boah, das ist echt krass. Ich weiß halt nicht wie. Warte mal, man kann bis hierhin laufen, wenn man... Nee. Ich weiß nicht, ob der überhaupt möglich ist. Ich glaube nämlich nicht. Oder da vielleicht einen Fehler eingebaut hat. Ich glaube tatsächlich nicht. Booste mich mal da hoch. Nee, das ist ja langweilig. Ja, aber versuch's mal, ob so wenigstens klappt. Ja, das wird klappen. Warte, mach nochmal. Ja, das muss der aber sein, weil hier ist nämlich noch eine Leiter. Simon, ja, aber ich glaube, der hat den 1 zu hoch gebaut. Ja, das stimmt, weil das ist ja ein Unterschied und du springst ja viel zu weit. Das stimmt, das kommt gar nicht hin. Okay, warte mal. Pass auf, ich booste dich mal rüber, okay? Ja, okay. 3, 2, 1, go. Na, nochmal? Ja, hast du falsch gemacht. Ist deine Schuld. Ja, okay, 3, 2, 1, los. Okay. Aha, guck mal. Wenn der Zaun jetzt 1 tiefer wäre, stopp mal kurz. Ja. Geh nochmal kurz zu, schade. Wenn der Zaun 1 tiefer wäre, dann würde es trotzdem an die Leiter rankommen. Also ich muss ganz kurz gucken, ob das vielleicht wirklich einfach nur ein fehlgebautes Ding ist. Ich muss da ganz kurz was testen. Wenn ich den Zaun jetzt hier hinstelle, kommt man da an die Leiter ran? Ja, aber selbst Moment. Dann. Moment. Nee, da kommst du nicht an die Leiter ran, Simon. Doch, komm, guck hier. Warte. Bestes? Nee, ich glaube nicht. Da, kommst du an die Leiter dran. Ja, stimmt. Warte, jetzt teste ich mal von hier. Jetzt kommt man nämlich leicht darüber. Ich glaube, der hat den erst hochgebaut, weil... Warte, komm her zu mir. Wir sollen den Sprung schaffen. Wir wollen jetzt wirklich so wenig wie möglich hier cheaten. Komm her zu mir, okay. Revi, komm her. Komm, ich bin oben. Komm her zu mir jetzt. Ach Mann, Simon, warum machst du das? So, willst du zuerst den Vortritt? Das ist jetzt nicht mehr das Problem, der Sprung. Guck mal, so war der nämlich gedacht. So war der Sprung gedacht. Das war einfach ein Fehlbau. Ja, aber ich komm da nicht um die Leiter. Doch, das schaffst du auch. Du darfst Vortritt haben. Warte, ich versuch's nochmal, okay? Mach so lange, bis du schaffst. Ich hab's ja eben schon geschafft. Hä? Nee, das geht nicht, weil das 1 zu tief ist. Nein, das geht. Nein! Soll ich zeigen? Erstmal weather clear, warte mal ganz kurz. Bleib mal. Warte mal, ich schaff das jetzt noch, warte mal. Ich lass mich jetzt nicht. Das geht nicht. Nein, ich lass mich jetzt hier nicht! Lass mich jetzt! Mann, du sollst mich in Ruhe lassen! Ich schaff das noch, Simon! Kleines Trick ist. Mann, diese Kacke! Dieser Blöd, das geht nicht! Okay, lass mich. Es geht nicht! Lass mich. Ja, versuch's. Okay. Ja, was? Findest du das jetzt witzig? Ja, finde ich witzig. Finde ich nicht. Finde ich gar nicht lustig, Alter. Sorry. So. Okay. Also an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob es möglich ist, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ich weiß nicht, ob es möglich ist, wie der Sprung vorher war mit dem Zaun. Aber ey, der hat dir keinen Checkpoint gesetzt, guck mal. Ja, er hat okay. Einfach also, warte mal. Dass hier kein Checkpoint ist, ist auch ein bisschen fies, ne? Hä, hey, das ist aber, mega die Assi-Kacke. Aber komm, gib mal alles, vielleicht schaffen wir es. Oh shit, Alter. Wir haben den Sprung mit der Lava haben wir schon überstanden. Und hier kann man jetzt nicht komplett runterfallen, ich glaube danach kommt ein Checkpoint. Wir haben es jetzt. Diesen Einsprung haben wir umgebaut, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt möglich gewesen wäre. Hä, wie soll das hier gehen? Wieder nachher? Ah, jetzt, okay. Ah, ja, hast du? Ja, jetzt ist hier oben ein Checkpoint. Ja, nice.
Sag mal kurz, wie du es gemacht hast. Ah, okay. Du musst einfach so an der Leiter irgendwie entlang sneaken, so ein bisschen. Nein! Ich bin eine dummer Junge, bin ich. Dummer Junge. Ganz dumm in meinem Kopf drin rein bin ich. So, warte, jetzt geht's hier weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Guck mal, siehst du, die Map ist nämlich richtig geil. Ich glaube, das war wirklich ein Fehler. Vielleicht war es auch doch kein Fehler, aber ich glaube, es könnte ein Fehler gewesen sein. Nein, ist es nicht. Lass mich in Ruhe. So, erstmal Zeit für ein Rap-Battle jetzt, oder? Ja, wir haben es geschafft, wir hören es belohnt. Ah, okay. Boah, ich muss sagen, das ist bis jetzt einer der besten Maps. Der ist nicht da. Okay, das ist einer der besten Maps. Floppy? Wo ist den Hendrik? Den Hendrik ist in der Küche. Er hat mir geschrieben, er wäre in einer halben Stunde wieder da. Nee, es geht nicht. Wir müssen den jetzt haben. Wir brauchen jetzt den Hendrik. Warte. Hendrik muss kommen. Hendrik darf jetzt nicht fehlen, Mann. Wie bitte? Er braucht MC Hendrik, ne? Richtig. Richtig, genau. Er ist schon richtig bekannt geworden, ne, Simon? MC Hendrik ist der Shit, Digga. MC Mountain Dew. So, warte, wo bist du gerade, Simon? Ich bin den Turm lang gegangen, ich zeig dir gleich, wo lang. Du musst hier rauf, auf die Seite. Hier musst wo, du rauf. Was, wer? Du musst auf den anderen Turm hier rauf. Ja, okay. Sicher, dass es richtig ist? Ja, ist richtig. Jetzt gehst du hier lang, jetzt springst du von diesem Zaun da, auf diesen Holzding. Ja, okay. Und dann hier lang. Hey, das ist mega nice gemacht. Ja, ist echt nice gemacht. Ich muss sagen, die Map gefällt mir allgemein sehr gut. Ja, das stimmt. Vor allem ist es halt schön einleuchtend, wo man hin muss und so, ne? Naja, die Knöpfe zeigen dir halt, wo lang du musst. Und die Map bis auf diesen Sprung, den wir eben nicht geschafft haben, ist einfach nur nice. Ich hoffe, die geht noch lange, weil noch so drei Folgen. Oh, WTF, guck mal, wie geil das ist, dass man hier komplett oben rumgeht. Ah, Checkpoint. Nice, ich hab's geschafft. Ich noch nicht, leider. Okay, oh nein, als ob. Okay, das geht ja sogar. Ich dachte gerade schon, das wäre endschwer, aber ist es gar nicht. Wahrscheinlich war das jetzt nur ein Glückstreffer und ich werde es jetzt wieder nicht schaffen. Ja, super. Jetzt habe ich es das erste Mal geschafft und jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Ich sag's euch, Leute. Ja, super geil. Super geil. Mhm. Ein Hund im Büro? Ein Hund im Büro? Das muss man sich mal vorstellen. So. Er ist gerade. Er kommt dann jetzt irgendwie dann. Okay, nice, danke. Er ist schon zu Fame geworden. Ja, der ist abgehoben. Er nimmt sich was raus. Hier geht's weiter! Wo geht's weiter? Ach, da, okay, ich dachte gerade den Knopf gedrückt, ich Idiot. Oh, ein Hund im Büro, ich hab's geschafft. Ah, jetzt runter. Wo runter? Hey, wo soll ich runtergehen? Hey, wo runter? Wenn ich da runterspringe, sterbe ich doch, oder nicht? Ein Hund im Büro? Ein Hund im Büro? Bäcker? Papa, Bäcker, Papa, Ebbeflut, scheißegal, mich kriegt man nicht unter. Hey, wo soll ich denn jetzt hier runter, Mann? Wen Bäcker. Einen runterholen? Hier steht's. Jetzt runter. Ja, aber wohin? Wohin? Über das Cobweb vielleicht? Hä? Ich verstehe nicht. Simons, ich verstehe nicht. Ein Hund im Büro. Bäcker. Bäcker. Papa. Ey, was ist denn hier? Speichercut ist voll. Ich raste aus, Mann! Verfickte Scheiße, Mann. Du bist nicht gut vorbereitet für solche Aufnahmen, ne? Also. Ich bin ja wenigstens immer pünktlich, aber was machst du? Du bist nicht pünktlich, Mann. Du warst 6 Stunden zu spät wieder. Bäcker. Ja, sorry jetzt gerade für den kleinen Teil, großen Teil ohne Facecam. Simon, bleib mal ganz kurz hier stehen. Die Speicherkarte war wieder voll. Warte, ich hab's geschafft, auch hier hinzukommen. Ja, ich gehe jetzt mal einfach hier hin. Ich glaube, da sterbe ich aber, oder? Nee, doch nicht. Hä? Spring mal runter. Hä? Hä? Ich hab Jump Boost. Ach so, deshalb. Hä? Ach so. Ja, und Bäcker? Jetzt? Bäcker. Papa. Ach, wir hätten darauf gemusst. Darauf hätten wir gemusst. Als ob. Warte. Nein! Nein, Simon, ich verbrenne! Okay, warte, ich komm zu dir, okay? Warte. Danke für die Hilfe. Bester Mann, ja, mhm. Danke dafür, Simon, danke. Okay, Bäcker. So. Schon wieder falsch, oder? Hä? Was? Schlecht. Nochmal. Nee, nicht so mit Zielpunkt, du musst runterspringen, ne? Ja, hab ich doch. Nein! Doch, du musst Sprung schaffen. Nein, mach ich nicht. Doch, nein. Du musst Sprung schaffen. Nein, du Hornsohn, mach ich! Du kleine Missgeburt! Hä? Ich hab ne Abkürzung gefunden. Warte mal, waren wir hier schon? Ja! Ich hab ne Abkürzung gefunden, Simon. Soll ich jetzt diesen Checkpoint hier aktivieren? Nein. Oh, ich könnte es machen. Komm, die Bäste mir, komm. Okay, ja, jetzt hast du wieder Angst, ne? Was da hat Angst, er wieder Angst, Alter, gehabt, so dass ich wieder cheate. Ja, Simon!
Bäcker, Papa. Hä, ich verstehe das hier gerade nicht. Also. Ah, okay, vielleicht da einfach mal die Leiter springt, du Dusselkopf. Boah, Bäcker. Das ist aber schon ein schwerer Sprung hier, guck mal, der ja, hier. Ja, allgemein ist das sehr schwer. Aber also auch es ist, es ist kein einfaches Jump'n'Run, es sind eher sehr viele schwierige Sprünge, aber auch durchdachte und coole, clevere, nice Sprünge. Ich habe jetzt nichts an der Dummheit des Jump'n'Runs auszusetzen, eher an unserer Dummheit. Alter, das Problem ist, Mann! Ja gut, also das wird uns auf jeden Fall bremsen, dieser Part. Aber wenn wir jetzt einen Steinblock hier unter die Leiter bauen, oh, dann nicht. Doch, nicht mal dann, weil das Problem ist, guck mal, da musst du nämlich, ich war ja gerade schon an der Leiter dran, ne? So. Ja. Aber jetzt musst du von dieser Leiter auf diese Leiter drauf und das ist so schwer. Hä? Nein, du kannst von dieser Leiter auf diese Leiter nicht drauf. Ja, wo soll ich denn hin? Ja, hier drauf, du Depp. Auf diesen Block. Anstatt dass du mir jetzt einfach vorher sagst, du Arschloch. Schlechter Bäcker. Mensch, Simon. Schlechter Mensch bist du. Du schaffst es mit der Leiter, ich schaff das nicht. Ja, ich schaff das mit der Leiter so. Nicht. Es ist eher zu dem E, zu dem erwähnten Eid. Er zeigt, wie es läuft. Alles klar. So. Ja. Guck mal, wer hat sich da rechtzeitig als Checkpoint erwiesen? Dein bester guter Freund, Simons Onkel. Warte, bleib da stehen! Manchmal, wenn ich blähe, dann denke ich, das ist Bodenauflauf im Haus. Was? Boah, Katie, ich hau richtig los auf den Boden gerade. Bleib da stehen, habe ich gesagt. Du bleibst da stehen, mein Freund. Du bleibst da Hallo! Hallo, ein Hund im Büro? Hallo. Ja, das ist doch Wahnsinn. Bäcker? Simon, jetzt warte mal. Wieso fällt immer da runter? Wie so ein Weil Hund? Ich ein Dummkopf bin! Ein Hund im Büro? Ein Hund im Büro? Wie soll man das schaffen? Stopp. Da ist irgendwo ein Bug drin. Ne? Nein. Kann man hier eventuell so? Hä? Man kann die Leiter irgendwie nicht berühren. Die hat keine Hitbox oder so. Ach so, weil die von der anderen Seite ist. Aktiv so mitgedacht. Dumm, hier geht's ich weiter. Ich hab mich gefragt, wieso da. Was steht auf dem Schild? Ich kann das nicht lesen. Hier geht's weiter. Unten an die Leiter. Bleib hier oben, okay, Simon, ich mach das jetzt. Okay. Bäcker. Papa. So, schau mal, jetzt geht's hier runter. Oh, Digga! Was? Hab dich wohl der Leiter auch geschafft. Nice. Okay, würde ich schon sagen, dass wir beide gleich auch sind eigentlich im Jump'n'Run, oder? Also, ich würde sagen, ein Unentschieden ist ganz okay. Klar. Scheinbar scheint unser MC nicht mehr zu kommen, Leute. Ich bin ein bisschen beleidigt. Hendrik, Grüße gehen nicht raus an dich und deine Familie, du Arschloch. Dafür haben wir heute halt so viel geschafft wie noch nie. Dafür waren wir halt endproduktiv, Leute. Also, da kann man auch mal einfach 100.000 Daumen hoch da lassen, wenn ihr wollt, dass Simon und ich weiter Castlevania machen. Ne? Oder einfach mal 5.000 Daumen in den Arsch stecken. Ja, das wäre auch eine ganz geile Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. 5.000 Fists of Pounding. Fists alles klar, Pound gut. Danke dafür, Simon. Alles klar, Leute, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Castlevania, schaut mal lieben Simon vorbei, da geht's jetzt weiter mit der nächsten Folge. Macht's gut, ich bin eine Ziege und ein Hund im Büro? Du kleiner Hurensohn! Du kleiner Mensch! Du Stück Scheiße! Alles klar, meine Freunde, tschüss.